Und damit begrüße ich euch herzlich zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir uns dem Wassertitan Varuta entgegengestellt und haben es nun geschafft, ihn ein bisschen zu besänftigen. Allerdings müssen wir ihn auch von innen zurückerobern. Wir sind im letzten Part schon ordentlich herumgeeiert und haben die unmöglichsten Dinge ausprobiert. Dabei habe ich komplett verpeilt, dass wir noch gar nicht die Karte haben vom Titan. Und die kann man bekommen, indem man dieses Tor mit einer Eissäule anhebt. Ich muss sagen, ich habe mir das falsch vorgestellt. Ich stelle mir immer vor, dass die Säule dann von unten so kommt. Und deswegen sah das für mich unlogisch aus. Aber dabei erscheint sie ja durch auf magische Art und Weise. Naja, Zelda-Logik. Da habe ich zu logisch gedacht. Aber dann kommen wir in diesen Raum und können uns die Karte hier holen. Ja, aber auch das gehört zu einem Spiel dazu. Insbesondere zu einem Zelda, dass man manchmal eine halbe Stunde rumeiert und im Endeffekt nur Müll macht. Schickerstein erkannt. Karte wird aktualisiert. Der Tropfen der Weisheit fällt auf unseren Stein. Die sieht ja cool aus. Alles klar, 3D. Du hast nun Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Ach ja. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varuta regeln. Um Ruta zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Danke, Mifa. Danke. Werde ich auf jeden Fall brauchen, wenn ich mich weiterhin so anstelle wie bisher. Ultra peinlich, aber wie gesagt, es gehört dazu. Titanensteuerung im Kartenmenü kannst du coole Dinge machen. Gucken wir uns natürlich an, da haben wir die fancy 3D-Karte von Varuta. Ah, und da können wir den Rüssel jetzt bewegen. Die Frage ist alle... Ach, warte mal. Aus dem kommt doch Wasser raus. Was ist denn, wenn ich den ganz hoch bewege? A, Rüssel bewegen. B, ausfüllen. Okay, wenn ich den hierhin bewege, dann müsste doch Wasser auf das große Rad kommen. Oder etwa nicht. Das kann natürlich sein. Ach, das ist ja spannend. Wir hören auf jeden Fall, dass sich hier was tut und sehen es auch. Das ist ja mal ultra genial, dass wir den steuern können. Und das macht natürlich vieles deutlich einfacher. Und, na, wer sagt's denn? Bin ich gut oder bin ich gut? Naja, ich sollte lieber den Mund halten. So, naja, egal. So, das Rad dreht sich nun. Und, genau, dann ist die Kugel da in das Feld gefallen. Und somit haben wir nun auch das gelöst. Nur, die Frage ist weiterhin, was... Ah, verstehe, okay. Auf jeden Fall müssen wir hoch. Zum Schika... Nee, nicht Schika-Stein, zu dem Stein halt, zu dem Pult. Und müssen... Das aktivieren, das können wir ja jetzt... Nachdem sich das Rad dreht. Richtig? Ja. Jetzt dreht sich das. Du, warte mal. Nee, warte mal. Stopp. Wo ist denn jetzt? Hä? Ach, da ist der. Oh, ich bin aber auch wirklich furchtbar verpeilt. Hä? Ist es immer noch vergittert? Ich habe dezent den Überblick verloren. Ich gucke mir das lieber nochmal von unten an. Also wie ist es jetzt? Ich dachte jetzt eigentlich, dass das Ding aufgegangen ist. Aber vielleicht war das jetzt gar nicht der Fall. Nee, stopp, falscher Ausgang. Doch, ich kann doch jetzt rein, oder nicht? Doch. Okay, verstehe. Ich muss da rein. Okay, ich weiß, wie es geht. Jetzt ist alles ganz klar. So. Da wären wir aber immer noch nicht weit oben genug. Genau, weil wenn die Kugel nicht auf dem Feld ist, ist das zu. Wenn die allerdings da drauf fällt, geht das auf. Zumindest
kommt, hört man dann so ein Klickgeräusch. Also vermute ich mal stark, dass es halt auch wirklich so funktioniert. Okay, wir müssen aber noch eins weiter nach oben. Es ist so nervig, dass wir immer durch dieses Dingens latschen müssen, durch diese Wucherung, die durch Garnons finstere Magie verursacht wird, aber wir wissen noch nicht, wie wir die bekämpfen können. Denn die sind gegen Feuer immun, gegen Eis ebenso. Und Waffen können der auch nichts anhaben. Also was tun ist die Frage. Ich sollte mich definitiv auch mal wieder heilen. Ich muss jetzt total ineffektiv rohe Sachen essen. Ich muss dringend mal wieder kochen. Ich weiß es ja. Nur wie ist die Frage? In diesem Ungetüm hier. Genau. So, jetzt bin ich hier drin. Oh, das sind Stacheln. Das ist aber nicht gesund. Nee, ich bin jetzt nicht ernsthaft nochmal runtergefallen, oder? Doch, bin ich tatsächlich. Verzeiht mir meine Verpeiltheit. Okay, merke, da sind Stacheln. Ich muss also wirklich gut gucken und timen, wann ich da reingehen sollte und wann nicht. Immerhin sind wir um eine Erfahrung reicher geworden. Und ich dachte eben, es schneit schon. Wir sind schon so lange hier. Dass es plötzlich angefangen hat zu schneien. Das wäre es noch. Nee. Aber das ist wirklich extrem nice, dass wir wirklich diesen Titan steuern können. Also wirklich, dieses Spiel ist wirklich Wahnsinn. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir müssen natürlich wieder durch die Scheiße latschen. Nee, oder? Ich ärgere mich über mich selbst, weiß aber nicht so schlimm. So, den sollten wir lieber unschädlich machen. Bevor er uns noch schadet. Okay. Kommt da was? Nee, okay, alles klar. Ich sollte auf jeden Fall... Ach, warte mal. Ist es eine Truhe? Das war eine Truhe. Sieht zumindest so aus. Okay. Jetzt ist die Frage, wie ich das hier timen muss. Das fällt da gleich rein. Dann kann ich rein, allerdings bin ich dann in den Stacheln. Und es muss praktisch einmal gedreht sein, damit ich da halt... Das war ja nicht klug. Doch nicht so einfach, wie ich dachte. Und ich muss wieder rohes Zeug essen. Menschenskinder, dieser Titan bereitet mir echt Kopfzerbrechen und wieder falscher Ausgang. Und das ist erst der erste. Na, da freue ich mich aber auf die anderen. Aber nee, es ist schon cool, aber es ist nervig und ich stelle mich nicht gerade klug an. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme Mischung. Was wäre denn, wenn ich das stoppen würde? Warte mal. Nee, das wird mir ja nichts bringen, oder? Und ich kann es auch gar nicht nebenbei, oder? Nee. Von da oben könnte ich es vielleicht, aber das wird mir nichts bringen, oder? Ich muss ja auf jeden Fall jede Eventualität überprüfen. So, erstmal warten, bis ich wieder aufgeladen bin, damit ich wieder durch den Krebs latschen kann. Ich bin es ja mittlerweile gewohnt. So, Bams. Aber langsam kommt wirklich Lord Yabu Yabu Feeling auf, muss ich sagen. Ach, und dann rutscht das runter, oder wie? Wenn das da ist, dann könnte ich an die Truhe ran. Oder? Ich glaube, ja. Das kann ich ja dann immer noch machen. Ich habe eigentlich erst mal in... Na, wobei. Das kann ich da auch mal hin. Kann ich die... Nein, kann ich nicht. Okay. Ich kann nicht an die Truhe ran. Gut zu wissen. Dann muss ich eine Runde abwarten.
Verwirrend ist es hier. Aber ich glaube, ich muss in die Stacheln mehr oder weniger und eine Runde mitfahren. Anders geht's ja nicht. Bleibt doch. Ich glaube, es... Nein. Link macht viel zu große Schritte. Das ist so nervig. Nein, stopp. Ja. Okay, gut, wir haben es überstanden. Da ist der Boden, richtig? Ja, da ist der Boden. Hallo? Oh Gott, die Kamera, was mit... Oh Gott, krieg ja hier Klaustrophobie hier in dem engen Döns hier. Jetzt darf ich. Hallo? Oh, ein Glück, na endlich. Jetzt darf ich Schickerstein erkannt. Es sind noch zwei Kontrollsiegel übrig. Nur noch ein bisschen. Ja, ein großes bisschen, aber okay. Keep calm and do it. Stopp, darf ich da jetzt ran an die Truhe? Nö. Was kann ich machen, um an die Truhe ranzukommen? Ich würde sagen, ich bleibe einfach mal stehen. Vielleicht muss ich da auch von der anderen... Nee, oder? Ich gucke nochmal, dass ich irgendwie hinkriege. Wenn nicht, dann halt nicht. Meine Frage wäre auch, kann ich jetzt... Dadurch, dass ich ein neues Kontrollsiegel habe, mehr steuern? Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich kann weiterhin nur den Rüssel bewegen. Okay, gut. Gut zu wissen. So, dann gehe ich nochmal hier hin. Aber vermutlich kann ich, wenn überhaupt, kann ich die Truhe aktivieren, wenn, oder beziehungsweise öffnen, wenn die so ist, glaube ich. Ich glaube, so ist die richtig rum. Ach, warte mal. Ich bin auch gut. Ich habe ja das Stasis-Modul. Und kann dementsprechend das anhalten. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich hätte das viel geschickter machen können mit dem Stasis-Modul. Ach ja. Nur die Frage ist, wie ich das jetzt machen muss. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall das anhalten, wenn es unten ist. Dass eine Hälfte praktisch weg ist. Die hier. Damit die Truhe aufgehen kann. Aber es war der falsche Zeitpunkt, glaube ich. Nee, Quatsch. Ich muss ja das aufhalten. Oder? Oh, ich bin völlig verwirrt. Moment. Okay. Ich hätte die Kugel anhalten können, hätte es viel besser machen können. Aber naja, wir haben es auch so geschafft. Vielleicht ein bisschen weniger intelligent und elegant, aber wir haben es geschafft. Nee, mir ist es jetzt zu doof. In der Truhe wird sowieso nur irgendwie Rubine drin sein und so, und dann ärgere ich mich wieder. Und nee, wollen wir nicht. So. Okay, das haben wir. So, wo ist das nächste Kontrollsiegel? Das ist... Okay, da ist noch eins. Jetzt ist die Frage, wie wir da hochkommen. Und dann am Ende des Rüssels ist noch ein Kontrollsiegel. Ich würde fast sagen, dass ich dafür den Rüssel ungefähr in die Position fahren muss. Oder in die sogar vielleicht. Glaube ich. Und dann dreht sich entsprechend auch das Rad halt nicht mehr. Das muss ich natürlich auch bedenken. Dann ist das fix. Aber ich glaube, das brauche ich noch. Genau, um da nämlich hinzukommen. Ne, wir müssen den Rüssel wieder zurückfahren. Und zwar ganz nach hier oben. Damit sich das Rad weiter dreht und ich muss mich entsprechend hier hinstellen. Nein, hallo, so. Das fängt sich wieder an zu drehen. Jetzt? Dann springt... Hallo? Hä? Okay, das geht sich in die Richtung. Das habe ich falsch... Genau, das geht sich in die Richtung. Wie viele Spieltage sind wir eigentlich schon hier drin? Zu viele. Aber es ist halt nun mal so. Ja, wie mache ich das?
Ich weiß wirklich nicht, wie ich das hier anstellen soll am besten. Würde das in die andere Richtung fahren, dann wäre es einfach. Dann müsste ich auf eins von diesen... Ja. Schaufelblättern, sage ich jetzt einfach mal, drauf. Und könnte dann einfach mitfahren. Das geht ja aber in dem Fall nicht. Die Frage ist also nun, wie komme ich da hin? Weil dann könnte ich nämlich ganz bequem hier hoch. Ich könnte segeln, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich könnte es machen. Nee, das ist ja Wahnsinn. Oder? Ja, ich versuch's. Auch wenn es Wahnsinn ist, vielleicht. Ich mach's, aber nein, das war ganz, ganz, ganz furchtbar getimt. Nee. Aber doch, ich glaube, wenn man das richtig macht, dann könnte das funktionieren, weil einen anderen Weg sehe ich im Moment nicht, also versuche ich das erstmal. Und ich muss definitiv einen Weg finden, wie ich diese Grütze hier beseitigen kann. Das ist ja kein Zustand, dass ich da dauernd durchlaufen muss. Es ist ja so, als würde man in einem Restaurant direkt an der Klotür sitzen. So ungefähr fühlt sich das an, glaube ich, für Link. Für Link muss ich ja auch eigentlich schon ganz schön einsam fühlen, weil ich meine, wir haben schon ultra lange mit niemandem mehr gesprochen, höchstens vielleicht mit Mifa, aber auch nur in Gedanken. Also langsam könnte Link mal wieder ein bisschen Gesellschaft brauchen. Und Zelda könnte sich mal wieder melden. Die hat sich doch schon urlange nicht mehr gemeldet. Furchtbar ist das, ist ja frech. Weißt du was, da kann ich ja auch ihren geliebten Prinzessinnen Enzian einfach essen. Als Zeichen. Nein, 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 nein. Ja, das war natürlich wieder das Richtige. Wo das ganze Zeug drauf ist. Aber so funktioniert's. Und dann bin ich hier. Stopp. Und ich sollte auf jeden Fall mich nochmal heilen. Indem ich jetzt halt einfach Schleichlinge esse in der Not. So. Wir kämpfen gegen diesen etwas stärker aussehenden Wächter. Wir lassen ihn einfach mal gar nicht zum Zug kommen. Ach, warte mal, ich kann das ja geschickter machen. Eine neue Waffe muss her. Und zwar die Duexal-Lanze. Okay, der ist down. Wir haben eine Wächterlanze. Von Nanowächtern verwendete Lanze. Die Spitze erscheint erst kurz vor dem Einsatz. Ihre Schärfe erzeugt vom Wissen der antiken Shika. Höchst interessant. Wir haben antike Schrauben bekommen. Und was haben wir hier? Ein Feld. Und dann können wir hier einen Wasserfall aktivieren. Spannend. Okay, was bringt der? Lässt der etwa... Ach so, nee. Quatsch. Wir lassen Wasserstand nicht steigen. Der ist einfach nur praktisch für mich mit meiner Zora-Rüstung. Weil ich so natürlich hier bequem rauf und runter kann. Okay, was haben wir hier? Ist hier irgendwas? Nee. Ich will aber auf jeden Fall alles untersuchen. Da ist doch noch ein Weg, oder? Nee, nee. Ist wieder nichts. Sah nur so aus. Okay. Mir gefällt der Dungeon. Und, ja, von der Schwierigkeit her ist eigentlich sehr leicht, nur ich stelle mich furchtbar an. Aber dennoch, ich mag's. Wir gehen einfach mal diesen Weg entlang. Wir sind jetzt hier. Und das ist zu. Ach, warte mal, das ist wegen dem Rüssel, richtig? Das ist der Rüssel, glaube ich. Wir gucken, glaube ich, direkt auf den Rüssel gerade. Müsste eigentlich der Fall sein. Dann kann ich den runterfahren. Mal so, würde ich sagen. Genau, das ist der Rüssel. Boah, guck mal, was für ein Apparat. Meine Herren. Und dann war doch hier das letzte
Siegel, oder? Ja, eigentlich im Prinzip nicht das Vorletzte, meinte ich. Ja, aber ich sollte den noch ein Stück weiter runterfahren. Wenn nicht sogar so. Ich glaube, so reicht sogar. Sonst falle ich hier noch runter am Ende. Okay, und da ist Zeugs. Nee, ich muss den sogar ganz runterfahren. Boah, guck mal da, was ist das? Ist das der Mond? Huch, der bewegt sich aber schnell. Okay, alles klar, nicht ablenken lassen. Wir haben Gegner. Öffnen wir die Truhe. Hoffentlich ist da was Wichtiges drin. Eine antike Achse. Na, danke. So, ich muss mich denen jetzt stellen. Ich kann sie nicht länger ignorieren. Das sind einfach zu viele. Okay, gut. Jetzt scheine ich Ruhe zu haben. Ach, interessant. Jetzt ist es weg. Also wenn ich das Auge töte, dann verschwindet es. Okay. So, jetzt ist nur die Frage, wie ich da weiterhin hochkomme. So einfach ja nicht. Das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Weil jetzt ist der Rüssel ja in unterster Position und dennoch ist das noch zu steil für mich. Was auch ganz spannend wäre, was wäre denn eigentlich... Guck mal, da hier. Tach, Baruta hier. Hallo. Es wäre doch ganz spannend, wenn ich da oben hingehe und einfach mal den Rüssel wieder hochfahre. Das wäre ganz cool. Was würde denn mit mir passieren? Da würde ich doch... Nee. Das wäre gar nichts. Okay, nee. Vergessen wir das. Ich glaube, ich sollte mich lieber mal um das Kontrollsegel in seinem Kopf... kümmern. Hallo? So, danke. Hallo? Okay, das geht schon wieder nicht mehr. Da muss ich wieder den Rüssel bewegen. So, am besten. Hallo? Jetzt geht's. Verstehe ich gerade nicht. Wieso da... Ist es schon wieder zu steil für Link? Also ich bitte dich, komm. Okay, dann bewegen wir ihn nochmal. Für die feine Madame Link. Nö. Okay, gut. Jetzt sind wir hier und direkt... Über uns müsste das nächste Kontrollsiegel sein. Da oben. Nur wie komme ich da hin, ist die Frage wieder. Schau mal. Okay, wie komme ich da hin? Da brennt auf jeden Fall ein Feuer. Was es zu löschen gilt, denke ich. Hm, das sieht relativ aussichtslos aus. Ich habe keine Ahnung, wie zur Hölle ich da hinkommen soll. Vielleicht irgendwie über den Rüssel aus? Nein. Indem ich das Rad wieder bewege? Das kann es eigentlich auch nicht sein. Einfach so, wenn ich hier springe? Schaden kann es ja eigentlich nicht. Ich habe ja... Nee, warte mal. Das muss anders funktionieren. Ich habe jetzt den Wasserfall. Ist sowieso egal. Das muss ich doch irgendwie von hier aus erreichen. Das ist auf jeden Fall der Weg zum Rüssel. Das wissen wir jetzt. So.
Hier darf ich ja nicht hoch. Also wie zur Hölle komme ich da oben hin? Aber ich glaube, hier unten kann ich auch nichts ausrichten. Oder etwa doch? Ich gehe nochmal hoch. Ach. Okay. Und im Endeffekt war es doch wieder einfacher, als ich dachte. Ritterhellebarde. Diese Waffe, halb Lanze, halb Axt, bedarf der Hand eines erfahrenen Kriegers. Hellebarden sollen in früheren Zeiten vor allem von der Reiterei getragen worden sein. Dafür ist in der Tasche dann kein Platz. Okay. Ist aber ein ganz interessantes Ding, würde ich sagen. Was habe ich denn im Moment? Ich weiß nicht, kann ich den Elektrostab weg? Ich glaube, den kann ich weg eigentlich im Prinzip. Der kann halt Elektrobälle verschießen, was natürlich ganz cool ist. Und vielleicht auch mal ganz hilfreich. Nee. Den will ich doch nicht wegwerfen. Aber ansonsten bin ich zufrieden mit meinen Waffen. Ich könnte höchstens... Nee, brauchen wir nicht. Gut, jetzt ist die Truhe. Jetzt müssen wir ja noch weiter. Brauche ich da einfach noch mehr Schwung? Oder kann ich von hier aus schon das Feuer mit dem Eispfeil? Das könnte ich auch versuchen. Ich habe die ja gerade ausgerüstet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ausrüsten. Dann könnten wir das... Nein. Könnten wir das, ach so, kein Bogen. Verstehe. Wir haben ja genug Bögen. Und jetzt versuche ich das mal. Nee, aber das kann ich von der Position aus nicht. Stopp, abbrechen. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Wobei mir das ganz sinnvoll erscheint, eigentlich, so ziemlich. Nö. Okay. Bin eigentlich wirklich davon ausgegangen, dass das funktioniert. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Hier bräuchte ich wohl wirklich Wasserpfeile. Nur habe ich die halt leider nicht. Warte mal, konnte ich... Irgendwas hier oben konnte ich doch beeinflussen. Genau, das könnte ich beeinflussen. Nur was sind das für Dinge, ist die Frage. Das weiß ich noch nicht. Kann ich eventuell das Feuer mit dem Kryo-Modul einführen? Nein. Wäre ja auch blöd. Dann wäre ja unlogisch. Okay. Ich versuche es nochmal mit mehr Schwung. Vielleicht funktioniert das ja sogar. Mal, da ist ja auch noch eine Truhe. Die könnte ich aber rausziehen. So. Was ist denn da Schönes drin? Eine antike Feder. Na gut. Die Truhe sah wertvoller aus als der Inhalt, aber dennoch nett. Warte mal, kann ich nicht... Ach, der... Okay, das, die Säule ist mittlerweile weg, aber das war das. Nee, da kann ich auch nichts mehr machen. Aber irgendwie muss ich doch hier das Feuer bezwingen können. Und irgendwie muss ich hier hoch können. Ach, warte mal. Was wäre denn, wenn ich den Rüssel bewege, um... Hierhin vielleicht, so ungefähr. Dass da irgendwie das Wasser das Feuer löscht. Nee, jetzt ist es hier. Jetzt dreht sich das Rad nur wieder. Nein, das war schon zu viel.
Was wäre, wenn sich das ein bisschen bewegt? Das macht keinen Unterschied. Dann noch eine Stufe. Dann werde ich geduscht höchstwahrscheinlich. Nee. Ach Quatsch, ich hab's in die falsche Richtung bewegt. So wollte ich ja. Nee, aber auch das scheint nicht zu funktionieren. Gut, schade. War ein Versuch wert, aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Wichtigste. Zuerst mal muss ich da natürlich hochkommen. Verdammt. Was ist das denn hier? Warte mal. Mit dem Magnetmodul. Okay, eine Sache. Dieses Objekt kann ich beeinflussen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das von hier aus kann. Ich glaube eher nicht. Und wenn ich meine Bomben einfach aus Spaß hinwerfen. Nee, das wird mir gar nichts bringen. Vielleicht muss ich ja auch von oben dahin. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie wird es gehen. Wo gehe ich jetzt hin? Ich könnte eigentlich nochmal versuchen, was ich mir auch vorstellen könnte. Dass ich das mit dem Rüssel bewerkstelligen muss. Kann natürlich alles sein. Das würde ich mir nochmal angucken. Genau, das kann doch sein, weil da könnte ich doch irgendwie sicherlich dahin gelangen. Wenn ich mir den Rüssel nur richtig rumbewege. Hoch am besten. Das wäre doch ganz nett. Wenn ich ihn ganz hoch fahren würde. Aber erst wenn ich oben bin natürlich. Das war bei. Nee, das war gar nicht so dumm von mir. Aber eins, nee. Fast. Eins weiter nach oben muss ich noch, weil ich glaube, so kann ich das nicht schaffen. Nee. Okay, doch nochmal runter. Eine Etappe will ich noch weiter nach oben, mindestens. Gut, ich kann es eigentlich von hier aus probieren und dann kann ich vom Rüssel aus mit Sicherheit dahin gelangen, wo ich hin möchte. So. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Perfekt. Nun bin ich hier. Ich muss nur gucken, wo muss ich hin? Ich muss im Prinzip durch das Loch, richtig? Eigentlich ja, aber ich will mich nur mal umgucken. Kann ich doch nicht irgendwie noch was anderes hier machen? Das sieht aber nicht so aus. Dann ab durchs Loch, würde ich sagen. Sehr schön. Und dann bin ich nämlich hier. Und werde direkt begrüßt. Boah, aber der Stab ist doch ganz schlecht. Gar nicht so schlecht. Ah,
Okay, cool. So, wir wissen ja jetzt, mit einem Pfeil kann ich hier das Auge töten. Ach, es reicht schon. Okay. Und hab entsprechend dann Ruhe. Komm her, du räudiges Stück. Moblin-Gruselverschnitt, verdammt. Nee, die Keule ist dafür wirklich absolut ungeeignet für diese Art Gegner, für Fliegende. Aber ich hab's hingekriegt. Okay, da war noch einer. Komm her, du räudiges Mistvieh. Okay. Alles klar. So, ich würde fast behaupten, ich muss die Kurbel drehen. Genau, weil dann geht das auf. Und irgendwas furchtbar Cooles passiert. So, wie stelle ich es jetzt am besten an? So, genau. So rum muss ich es drehen. Ein Stück. Los. Na? Hallo? Irgendwie ist das komisch. Ach, weiter geht's nicht, oder was? Achso, ist schon offen. Okay, verstehe. Und dann kann ich mit Varutas Wasserrüssel das Feuer löschen. Ich würde sagen, so ungefähr, oder? Muss ich jetzt ein bisschen probieren, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Nee, das ist zu wenig. Noch ein Stück sogar, glaube ich. Ja. Nee, hat schon gereicht. Und dann wird hier das Wasser gelöscht. Und der Stein wird erreichbar für uns. Sehr schön. Schickerstein erkannt. Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Zum Glück. Und zwar das am Rüssel gilt es noch zu aktivieren. War hier oben noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay. Alles klärchen. Dann müssen wir zurück zum Rüssel und da gucken, wie wir das am besten meistern. Der Rüssel war ja da unten da. Genau, da war der Eingang. Oder... Warte mal, oder ich muss doch... Oder ich hätte das doch von da oben aus irgendwie machen müssen. Aber ich... Ja, nee, nee. Ich guck einfach mal. Hier muss man natürlich immer ein bisschen probieren und abschätzen. Wie man halt den Rüssel bewegen muss. Das ist ja ganz am Ende, also muss ich es im Prinzip logischerweise ganz nach unten fahren. Erstens, dass ich da gescheit laufen kann. Genau, und da war ja mein Problem, dass ich hier nicht weiterkam. Ja, da kann ich nicht weiter hoch. Wie erreiche ich also das Siegel, ist hier die Frage. Stimmt, das war mein Problem. Und wo genau ist es auch? Das ist da auf der anderen Seite. Da, okay. Wie erreiche ich das? Vielleicht irgendwie außenrum? Schleichen? Nein, das sieht alles andere als gesund aus. Und ich bin runtergefallen. Schön mit Öl. Wie viele Herzen hat... Ach, ich wollte gerade fragen. Ich wusste, es wird knapp. Und das heißt, wieder rohes Zeug essen.
Was können wir essen? Was ist nicht so wichtig? Chilis auf jeden Fall. Sind nicht so wichtig. Jetzt, da ich die Winterwarms habe. Das Winterwarms. So. Ach, warte mal. Ach, ich bin ja gut. Ich kann es ja von hier aus mal probieren. Ausdauer aufladen mit Anlauf. Und dem Parasegel. Sollte das doch funktionieren. Ja, das sieht sehr gut aus. Perfekt. Ich bin hier. Am Ende seines Rüssels. Ja, das ist ja einfach. Okay. Und da kommt das Wasser raus. Hier muss ich ja nur noch ein Stückchen bewegen. Im Prinzip. So. Aber ich glaube, man merkt das Spiel... Verdammt. Ich glaube, das, na, wobei, nee, ist eigentlich egal. Eben hat es geruckelt wegen dem Wasser, aber das ist ja auch verständlich, dass es da ein bisschen ruckelt, weil das ist ja grafisch eine nicht so unbedingt einfache Situation. Das sieht auf der Karte immer so viel aus, dabei bewegt sich der Rüssel immer nur ein Stückchen. So, sehr schön. Jetzt können wir es endlich aktivieren. Und haben somit alle Kontrollsiegel aktiviert. Du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin. Aber bleib wachsam. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Warte mal, was haben wir denn hier Hübsches? Da ist noch eine Truhe. Die ist aber auch komplett eingewachsen. Kann man nichts machen. Aber umsehen würde ich mich dennoch ein bisschen hier gerne. Es ist schon cool, auf die mächtigen Varuta so einfach so rumzulaufen. Zum leuchtenden Punkt. Den kann ja selbst ich nicht übersehen. Der ist in seinem Hintern so ziemlich. Ach genau, das ist ja da. Jetzt leuchtet das Orange, damit auch selbst ich es nicht übersehen kann. Da ist ja Wasser, da kann ich mich ja fallen. Okay, das Wasser habe ich überschätzt. Und es heißt hoffentlich zum letzten Mal rohes Zeug essen. Na, den will ich nicht essen, weil Ausdauer lenken, ja. Den Spurtlotus. Nee, will ich eigentlich auch nicht essen. Den Schleichling. Das Ei kann ich essen. Ja, und dann war es das ja. Dann brauche ich ja nicht mehr. Sehr schön, dann haben wir die Hauptsteuerungseinheit erreicht und können sie aktivieren. Doch, was ist das? Oh. Und mir ist gerade aufgefallen, es sieht ja aus wie ein Herz. Aber was ist das? Das sieht nach einem Gegner aus. Und zwar nach mindestens einem Zwischenboss. Peiniger des Titanen Varuta, Ganons Wasserflug. Okay. Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren hat es mich... Was hast du mit ihr angestellt? Aber du kannst es schaffen. Ich weiß, du wirst siegen. Och du, schön, dass du an mich glaubst, aber... Okay. Auf seine Lanze. Ja. Oh. Ach du meine Güte, was ist das denn bitte für ein Viech? Okay, wir sind auf einen Zwischenboss gestoßen. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall die Kraftmedizin.
Und natürlich die stärkste Waffe, die ich besitze. Und das ist das Zora-Großschwert. Meine Herren, was ist das bitte für eine Lanze? Oh, die hätte ich gerne. Das wäre schon schick, wenn ich die hätte. Erneut versuchen. Wir sind Game Over gegangen. Okay, die Map ist weg von Baruta. Habe ich... Ja, okay, es wird mir weiterhin sein Hintern angezeigt. Okay, ich wollte gerade fragen, hätte ich speichern sollen? Muss ich jetzt die Kontrollsiegel nachholen? Aber das wäre schon sehr merkwürdig gewesen. So, da müssen wir hin. Und tatsächlich, das sieht aus wie ein Herz, finde ich persönlich. Achte auf seine Lanze. Und er ist wieder gespawnt. Aber mir wird sein Kopf angezeigt. Soll das etwa heißen, dass ich da mit Pfeilen arbeiten soll? Nur mit welchen ist die Frage? Warum glitzern die so? Eis? Feuer? Elektro? Oh, kein Bogen, kein Bogen, kein Bogen. Oh, 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 oh. Nein, ich sollte auf jeden Fall mich fernhalten von ihm und sollte eher auf Fernkampf setzen. Wäre ganz angebracht, glaube ich. Ein Abwehrfleischkürbis wäre doch ganz nett. Ach. Hä? Ich habe doch einen Bogen ausgerüstet. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das kann ich nur, wenn da der Pfeil ist. Na, ganz toll. Er kann sich auch teleportieren. Na klar. Wie soll ich bitte gegen den was aus... Jetzt. Was ist das bitte für ein Vieh? Ja. Nee. Kann man vergessen. Ich muss seine Schwachstelle finden und das scheint sein Kopf zu sein. Nur ob da Pfeile die richtige Option sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber der mit seiner übermächtigen Lanze? Was kann ich da schon ausrichten? Ich speichere jetzt mal hier. Einfach weil es nervig ist, da immer das Stück zu laufen. Dann kann ich gleich sofort wieder rein. Ah. Ich habe hier Wasser und das muss ich mir irgendwie zunutze machen. Was wäre denn, wenn ich Säulen erschaffen muss, um gegen dir was auszurichten? Ah, jetzt erkenne ich es auch. Ich glaube, da in diesen Feldern... Ach, guck an. Ich verstehe es. In diesen Feldern... soll ich, glaube ich, Wassersäulen erschaffen. Das würde Sinn ergeben. Was anderes kann ich mir ehrlich gesagt hier gerade nicht vorstellen. Nur wäre das alles andere als leicht. Ich muss auf jeden Fall jeweils immer... ihn ablenken, dass er mir die Säulen nicht wieder kaputt macht. Komm hier, hier hin. Hallo? Das wird sein. Und ihn wieder ablenken. Weg, weg, weg. Hier. Hallo? Ich habe eine Idee. Wirf hier hin am besten. Da kannst du wenig... Okay. Das ist das Letzte. Da muss das Letzte sein. Da. Hier. Nein, das war nicht gut. Hä? Verstehe ich nicht so ganz. Ich glaube, das ist doch nicht der richtige Weg. Ach. Nee.
Entweder ist es doch falsch, oder er hatte mir einfach schon wieder eins kaputt gemacht. Auf jeden Fall scheint er das ja nicht so sehr zu mögen, dass ich das tue. Ah. Hat ihm das geschadet irgendwie? Dass er da drauf stand. Also ich verstehe es gerade doch irgendwie nicht so ganz. Irgendwas macht es schon mit ihm. Ach nee. Er teleportiert sich schlicht und ergreifend da immer. Doch. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Okay, ich bin zwar tot, aber ich hab's verstanden, wie es geht. Ich muss ihn da hoch, ja, auf eine Eissäule unter ihm erschaffen und muss ihn dann doch am Kopf treffen. Dann nehme ich doch Elektropfeile, denke ich. Ich lande trotzdem hier. Okay, na gut. Ist ja nicht so schlimm. Muss ja nur ein paar Schritte laufen. Es wird schwierig, aber ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Achte auf seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Das weiß ich mittlerweile. Ich versuche mal mit Elektropfeilen. Nee, das bringt ihm... Das bringt mir wenig. Schade. Okay, gut. Das hätten wir geklärt. Bringt ihm Eis oder mir Eis was? Wenn er ja scheinbar auf Eis nicht so geil ist. Och, das Ding nervt. Dieser Gegner nervt derart. Ja, das scheint ihn aber doch relativ gestört zu haben, dass ich das gemacht habe. Er teleportiert sich. Okay. Und er kann sich nur innerhalb von diesen Feldern teleportieren. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob ihm das was ausmacht. Ich nehme doch normale, weil ich glaube, das ist ihm doch egal. Okay, während er sich teleportiert sowieso. Ich sollte mich auf jeden Fall natürlich von ihm fernhalten. Ja. Aber das ist eine gute Strategie hier. Man muss sich von ihm fernhalten, anders geht's hier nicht. Ich esse das. Bist du verletzt? Nee, du. Mir geht's super. Nee, es ist ja nicht so, dass ich hier mit einer Riesenlanze penetriert werde. Mir geht's furchtbar gut. Oh. Ich bin direkt reingelaufen. Ich muss ihn zuballern. Okay. Heilen, 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 heilen ist hier angesagt. So, stopp. Wieder heilen. Ich muss voll sein, sonst geht's nicht. Sonst bin ich hier wirklich weg. Innerhalb von kürzester Zeit. Oh, was kann ich denn? Schweren Herzens esse ich das. Und den Apfel kann ich essen. Den kann ich essen. Und die Vogelnüsse. Okay. Weiter geht's. Er teleportiert sich weiter. Und zwar dahin. Weg, 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 weg. Er ist weg. Ich bin mal wieder reingelaufen.
Okay, er teleportiert sich nach da. Mein Bogen ist zerbrochen. Das ist kein Problem. Bögen habe ich noch. Verdammt. Wenn ich mehr Essen hätte, wäre es ja alles überhaupt kein Problem. Aber das ist nun mal leider nicht der Fall. Oh nein. Sei vorsichtig. Ja, bin ich schon. Das ist ein Scheiß. Langsam werde ich aggressiv. Ich warte einfach mal, was er macht. Die ist so fett, die Lanze. Der kannst du gar nicht ausweichen, richtig. Was ist da? Holzpfeil? Okay, verstehe. Von mir. Aber das scheint ihn ja schon zu kratzen. Dass ich ihn da mit Pfeilen beschieße. Das scheint gut zu sein. Okay, er kommt hierher zu mir. Das war ja abzusehen. Das war sehr dumm von mir. Sehr, sehr dumm. Nee, er teleportiert sich. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viele Pfeile, so viel wie der braucht. Pass auf! Ja, ist ja in Ordnung. Ich passe ja auf, so gut es geht. Hilf mir mal lieber, anstatt nur mir blöde Ratschläge zu geben. Ah, er hat seine Attacke abgebrochen. Wenn doch nur Zelda hier wäre, die könnte einen Mega-Move machen gegen den. Aha. Puh. Ich habe ihm auf jeden Fall geschadet, sehr stark sogar. Jetzt ist er wohl in seine finale Phase gegangen. Und macht nochmal einen Mega-Move. Jetzt nämlich, okay. Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Pass gut auf. Oh, ich... Oh. Ach so ist das also. Ach, da sehe ich auch die Lebensleiste. Ach so. Ich muss ihn schlicht und ergreifend weiter zu Tode schießen. Hilft nichts, ich muss einfach kopflos alles in mich reinstopfen. Schade, die schönen Kochzutaten, egal. Huch. Schneller. Ah, was für ein Scheiß. In der Tat, jetzt habe ich nicht mehr viel Platz. Und... 3 kommen, angeflogen. Ich habe nicht mehr genug Pfeile. Nee, meine Pfeile werden nicht ausreichen gegen ihn. Wirklich, dass es daran scheitert. Entweder werde ich sterben oder die Pfeile werden mir ausgehen. Essen, essen, essen. So, stopp. Okay, für die Dinger nehme ich die normalen Pfeile. Ich mache sie bei Baruta. Und für ihn nehme ich die Elektropfeile, in der Hoffnung, dass sie doch stärker wirken. Kann ich dem auch eigentlich so ausweichen? Ja, sehr schwer, aber es geht theoretisch. Ja, klar.
Ich kann die mal alle hier hinlenken. Okay, und ich bin tot. Alles klar. Damit würde ich sagen, ist der Part beendet mit einem doch recht schwierigen Gegner, dem wir uns im nächsten Part erneut stellen werden und hoffentlich siegreich sein werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Video. Tschüss!